ich noch nicht. Moment. Na. Ich muss mal ganz kurz hier. Keine. Ich ins rechte Licht zu setzen. Ja, es glänzt so doll. Ja, ich es weiß, reflektiert ich hab so. Ich hab's so im Kopf. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Okay, die Kamera läuft. Endlich mal wieder. Meine Herren, ja. Auch zumindest, glaube ich, 3 Jahre her. Ja, wann war denn das letzte Mal? Das letzte Mal bei der Berlinale, dieses nette Interview. Ah, ja, ich kann mich dran erinnern. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Da habe ich Blumen bekommen, glaube ich, von dir. Ja, und jetzt kommt der Oberknaller. Da bist du in dieser Netflix-Produktion drin und ich gucke bei IMDb.com. Ja. Und wer ist auf Nummer 1 für 2 Wochen von allen Schauspielern auf der Welt? Ruby Buffet. Ja. Ja, das war krass. Ich habe das auch irgendwann erst gesehen und war nur so, oh mein Gott, was ist das? Was heißt das eigentlich? Ich habe das noch nie mitbekommen mit diesem IMDb-Rating, aber das war krass. Weltweit. Ja. Du hast für 2 Wochen alle ausgestochen. DiCaprio, Robert Downey Jr., zack, bumm. Bei Lindenberg ist es eine kurze Rolle, aber trotzdem eine sehr intensive, die wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie eine Herausforderung war. Wie war das für dich beim Dreh? Es war super toll. Ich habe mich mega gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe und dass ich die spielen durfte. Und tolle Kostüme, coole Rolle. Es hat natürlich auch mega Spaß gemacht, mit Jan Willow zusammen zu spielen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie die Leute den Film finden. Und jetzt am Set irgendwie, jetzt gerade bei der Liebesszene und so weiter, wie ist das dann? Also ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich dann 50 Leute um dich oder 20 um dich herum sind, die eben Licht machen und so weiter. Wie spielt man dann so eine Szene oder wie... Kommt man da rein? Ich meine, so eine Szenen beim Film sind ja immer so, es ist halt alles so strukturiert und eingeplant. Es ist sehr unpersönlich alles, was ja auch okay ist. Es ist ein Beruf und es gehört dazu. Und ja, wir haben das gut durchgezogen. Es war auch ganz witzig am Set und ja, wie man halt so Szenen spielt. Apropos witzig, hast du eine nette Anekdote? Ich meine, ja, dann muss man halt anfangen, irgendwelche Geräusche zu machen und man ist halt so, aber es ist halt alles, ja. Okay. Ja. Und wenn du jetzt dich selber auf der Leinwand siehst, wie ist das für dich? Weil die Schauspieler haben komischerweise, es gibt nur 2 Extreme. Die einen sagen, ich gucke das und kritisiere mich dann selber. Die anderen sagen zum Teil auch, ich kann mich gar nicht selber auf der Leinwand sehen. Wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, ich kann mich selber nicht so richtig sehen. Also ich gucke mir das an und denke mir nur so, oh mein Gott, wer ist das? Oh Gott! Ja, schon. Aber es ist trotzdem auch spannend, sich das anzugucken, weil man halt, vor allem wenn man es in einem längeren Abstand nicht sieht und es dann wieder sieht, denkt man sich so, oh, das habe ich gedreht? Was ist das überhaupt? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Das ist manchmal ganz witzig. Ja. Und so vielleicht so, gab es auch mal so ein paar Dinge, die mal daneben gegangen sind oder ein paar andere Sachen, die mal nicht funktioniert haben mit vielleicht den Perücken von den Jungs oder irgendwas anderes irgendwie so? Nee, aber was ich sehr witzig fand, ich habe irgendwann in der Szene, habe ich so Achselhaare dran geklebt bekommen. Und das war die damalige Zeit. Das war die damalige Zeit und das war echt witzig. Ja, ich habe mir die halt noch nie so lang wachsen lassen, die Achselhaare. Und... Ja, aber es war jetzt nichts Schlimmes oder so, es war halt cool. Ich dachte mir so, okay, so sieht das halt aus, wenn man die Haare da unten hat. Das kann ja auch jeder so machen, wie er will. Aber es war ganz witzig, das mal so zu sehen. Die waren ein bisschen hellbraun, nicht nach meinen Haaren, aber es sah gut, es war eine gute Frisur. Coole Geschichte, weil man hört immer nur von Toupets und Perücken und so weiter, dass das die auch gut Achsel. Mega. wie feierst du Weihnachten? Was machst du? Bist du weg oder? Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt noch einen Monat, um drüber nachzudenken, was an Weihnachten passiert, aber wahrscheinlich halt klassisch Weihnachtsessen oder so. Mal schauen. Bist du denn so ein Weihnachtsfan, dass du eben auch alles geschmückt haben musst und so? Ich habe tatsächlich die letzten Jahre Weihnachten immer überall irgendwo unterm Weihnachtsbaum, unter irgendeinem anderen Baum, unter einer Palme oder keine Ahnung was, deswegen... Mal schauen, was dieses Jahr passiert. Aber natürlich, Schmücken macht Spaß. Wenn du mal einen Tag komplett frei hast, was machst du dann? Was ist sozusagen dein perfekter, sag ich mal, freier Tag? Es kommt immer auf die Stimmung an. Entweder den ganzen Tag einfach im Bett bleiben und gar nichts machen und Filme gucken einfach nur. Oder ich mal gerne in meiner Freizeit, einfach nur so für mich. Oder mal Sport machen. Ist vielleicht, man muss sich zwingen und es ist vielleicht in dem Moment, denkt man sich so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann freut man sich. Und dann ist man so motiviert und ausgeglichen. Das ist ganz gut.
Was heißt Sport für dich? Was machst du dann so? Ganz langweilig, einfach so Fitnesstraining. Aber ich habe jetzt mit einer Freundin zusammen, wir haben uns zusammengesetzt und machen jetzt richtig Training mit einem Trainer zusammen. Und das macht Spaß. Das ist cool. Wo siehst du dich selber in 10 Jahren? Eher dann so Schauspielerin, Workaholic oder doch Familie mit Kindern, Haus am See oder so? Ich hoffe, dass ich noch schöne Filme machen kann. Und Sachen, also ja, vielleicht mal Regie führen oder so. Das wäre toll. Auf jeden Fall, das ist so ein Traum. Ja, und sonst alles andere mal schauen. Ich lasse mir noch Zeit. Okay, also erstmal arbeiten und Karriere machen und so. Letzte Frage noch von mir. Was wäre so die Top-Traumrolle, die du dir vorstellen kannst? Gibt es irgendwas? Du machst ja auch für international Bond-Girl, ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Also gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das wäre sozusagen jetzt die Rolle, die will ich unbedingt mal spielen? Ich habe tatsächlich angefangen, mein Showreel so ein bisschen zusammenzuschneiden und habe so gemerkt, ich spiele immer nur so verrückte, gestörte Frauen oder irgendwie so ganz verrückte Sachen. Ich weiß, ich will irgendwann mal einfach eine normale Geschichte, vielleicht eine wahre Geschichte oder so, aber irgendwas ganz Normales, also so eine authentische Mensch einfach, nicht sowas Unmenschliches, das wäre toll. Und dann hätte ich gerne mal so eine Actionrolle. Irgendwas mit Action, wo man kämpfen muss und durch die Gegend springen muss. Mal schauen. Das wäre schön. Catwoman könnte ich mir gerade vorstellen. Catwoman. Catwoman wäre gut. Es soll ja einen Film geben, das ist alles noch wibbly-wobbly, wäre das ein Spiel und so, aber hat man deine Fühler noch Hollywood offen, warum nicht? Ja, warum wer weiß, nicht? Mal schauen. Von den Haaren passt das schon mal super. Ja? Ja? Figur passt auch super. Catsuit und so ein cooles irgendwie Gefährt dazu und dann irgendwie ab die Post. Yes. DC Comic-Heldin. Yes. Super. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Schön, immer wieder zu sehen.